Nächster riesiger Shitstorm gegen Mario Vogt, denn dieser hat ja riesige Plagiatsvorwürfe, die im Raum stehen und die werden nun wirklich von allen mal aufgegriffen. Denn hier, Apollonius hat schon geschrieben, Zitat, Mario Vogt soll 200 Mal plagiert haben, jede dritte Seite in Doktorarbeit betroffen. Also wirklich ständig plagiert. Markus Krall hat das Ganze wie folgt kommentiert, jeder Begriff, der mir zu dieser Gestalt einfällt, ist wirklich, wirklich ein Straftatbestand. Blöd. Und ich verstehe natürlich die Wut von der Markus Krall und von den Bürgern, aber man muss sich das mal geben. Hier ist einer im Amt von dem CDU-Chef, der nicht nur die Wahl komplett verloren hat, der auch mit seiner Partei die ganzen Ämter, die ganzen wichtigen Posten bekommt, obwohl er die Wahl komplett verloren hat und selbst im Raum gegen ihn über 200 oder 200 Plagiatsvorwürfe stehen. Er soll 200 Mal plagiert haben, wo jede dritte Seite in seiner Doktorarbeit betroffen ist. Und so jemand führt weiterhin die CDU.